So, hi, ich bin eben nach Hause gekommen. Meine Mama und ich waren noch schnell einkaufen nach der Schule. Jetzt habe ich schnell eine Pizza in den Ofen geschoben. Ich habe eine selbstgemachte Pizza gemacht, beziehungsweise eine Pizza selbst belegt. Und ja, jetzt warte ich fleißig, denn ich habe Oh, Hunger. ich habe mich jetzt ganz schnell fertig gemacht, gegessen. Jetzt war ich schnell zu Oma und übergebe ihr das Geschenk. Sie weiß zwar, dass sie es bekommt, weil sie es bei mir abgeguckt hat. Und ich habe ihr gesagt, ich bestell's dir. Aber das habe ich schon lange davor gesagt. Also weiß sie im Grunde genommen gar nicht, dass sie es jetzt bekommt. Und genau, jetzt fahre ich einfach mal los und guck mal, was sie so dazu Es sind sagt. schon tatsächlich 2 Tage her, als ich das letzte Mal aufgenommen habe. Ich war das letzte Mal ja bei meiner Oma und habe ihr mein Geschenk übergeben und sie hat sich wirklich sehr, sehr gefreut. Bin da auch tatsächlich etwas länger geblieben, haben noch lange geredet mit meinen Großeltern und deshalb habe ich mich dann dazu entschieden, abends nicht mehr zu filmen, da ich ja am nächsten Tag wieder Schule hatte und mich für die Schule vorbereiten musste. Und am nächsten Tag musste ich dann weg mit meiner Mama. Wir haben ein paar Sachen erledigt und ich war halt am Steuer. Und am Steuer würde ich halt ungern mein Handy benutzen und deswegen habe ich auch nicht gefilmt vor allem. Ich hatte auch ganz vieles anderes im Kopf gehabt. Doch wir waren in der Nähe von IKEA und dann bin ich natürlich rein mit meiner Mama und wir haben uns noch was geholt. Ich würde sagen, wir fangen an. So, das erste, was ich geholt habe, sind diese schönen Vasen. Die sehen wirklich sehr, sehr schön aus. Ich werde ein Bild in meine Insta-Story packen. Da auf jeden Fall mal vorbeischauen. Ja, die haben 1 Euro gekostet. Ich habe gerade geguckt, ob es hier steht. Steht es nicht, aber die haben 1 Euro gekostet. Deswegen auch direkt 2 mitgenommen. Ich habe tatsächlich schon eine davon und ich liebe sie. Ich finde, also wirklich mit Blumen drin sieht sie super aus. Für 1 Euro kann man nichts falsch machen, vor allem wenn man dann Geburtstage hat oder so, wo man einfach Blumen geschenkt bekommt. Und ich weiß nicht, aber wir haben so Vasen, die in mein Zimmer nicht reinpassen oder die viel zu groß sind für so einen kleinen Blumenstrauß. Dann habe ich mir noch so eine Karaffe geholt. Die hat, ich glaube, nicht mal 2 Euro gekostet. Falls ihr Fragen habt zu den Preisen generell von den Artikeln, einfach gerne in die Kommentare schreiben und ich werde sie dann beantworten und die Preise raussuchen. Dann habe ich mir zu der Karaffe noch so 2 Deckeln geholt. Eigentlich sind es Untersetzer, also sollten das Untersetzer sein. Aber da war schon so eine geöffnete Verpackung, war schon auch immer, wer die aufgemacht hat. Und ich habe es mal hier drauf probiert und ja, es passt perfekt. Genau, hier sind 2 Stück drin und ja, ich dachte mir so, vor Frucht liegen mein Zitronenwasser zu schützen, finde ich das sehr gut. Was bei keinem IKEA-Einkauf bei mir fehlen darf, sind Kleiderbügel. Das sind die. Hier habe ich wieder auch 2 Packungen mitgenommen. Da sind jeweils 5 Stück drin. Und ja, ich mag es, wenn die Kleiderbügel im Kleiderschrank alle einheitlich sind. Das ist nämlich platzsparender und sieht zudem auch gut aus. Also ordentlicher. Und genau, nur dieses Mal sind die irgendwie glänzender als meine an anderen. Obwohl ich schon sehr, sehr viele geholt habe bei IKEA. Also immer wenn ich da war, so 1, 2 Stück, mein Highlight irgendwie. Ich weiß nicht, ich freue mich immer, wenn ich Bettwäsche kaufe. Und die habt ihr vielleicht schon in meinem letzten Video gesehen. Ich habe die schon einmal. Ich weiß nicht warum. Jede Bettwäsche habe ich 2-mal, obwohl ich nur eine Decke und ein Kissen auf meinem Bett habe. Liegt vielleicht daran, dass ich ab und zu mal eine Freundin da habe, die bei mir übernachtet. Und dann beziehe ich ihr immer das Bett frisch. Und ja, ich weiß nicht. Doppelt hält besser. Und nicht nur diese Bettwäsche habe ich, sondern auch diese hier 2-mal. Die habe ich nämlich noch nicht. Die ist nämlich relativ cool, weil man die wenden kann. Die ist nämlich von der einen Seite schwarz, so wie hier, oder auf der anderen Seite weiß. Das sieht auf dem Bett echt cool aus. Ja, habe ich 2-mal mitgenommen. Ist auch relativ neutral. Perfekt, das war's.
Mehr habe ich nicht gekauft. Ich habe irgendwie nicht so viel gebraucht. Ich will mir jetzt noch schnell Locken machen und das will ich mal zeigen, denn ich mache meine Locken mit einem ganz normalen Glätteisen. Ich mache die auch jetzt, damit ich morgen schöne Wellen habe. Genau, Hitzeschutzspray habe ich schon aufgetragen. Ich teile meine Haare in zwei ein, also quasi hier. Und ich fange immer mit den hinteren Strähnen an. Ich lasse die dann kurz nach hinten wieder in deren normale Position und dann teile ich sie ja in so ein nicht zu dicke Strähnen, aber auch nicht zu dünn. Also das darf schon mal so eine Strähne sein. Und ja, nehme ich die ganz oben, da ich hinten auf jeden Fall von ganz oben anfange, habe ich die Blüte eingeteilt. So, dann teile ich die so ein, nehme sie mit meiner linken und gehe mit der rechten Hand über meinen Kopf. Einen Moment, ich muss mit dem Kabel klarkommen. Der ist nämlich lang. So, gehe ich über meinen Kopf, drehe das einmal kurz um und gehe langsam, ja, so seitlich runter, sage ich jetzt mal. Aber halt die Strähne hier unten immer fest, weil die rutscht mir sonst gerne mal raus. So, und dann gehe ich langsam runter. Ich weiß nicht, warum die hinten werden bei mir aber nicht so schön. Jetzt hat er sich zugemacht. Jetzt. So. Dann sieht man hier schon die ersten Löckchen. Das drehe ich nochmal mit der Hand schön ein. Die wird nicht gelockt. Ja, ich würde schon sagen, dass das richtige Locken sind. Also wenn ich die nach hinten lege, sieht es natürlich besser aus. Aber ich lasse die jetzt erstmal hier so abkühlen. Und ja, das mache ich eigentlich mit jeder Strähne auch. Ich versuche die Strähne aber wirklich nicht zu dünn zu nehmen, weil dann sieht es bei mir einfach blöd aus. Zu dick ist natürlich auch blöd, weil dann macht er halt nicht so schöne Locken. Und ich habe auch sehr dünnes, glattes Haar. Und da ist es eigentlich natürlich schöner, wenn es ein bisschen Volumen bekommt. Und Volumen bekommt es halt von diesen großen Wellen. Genau. So, dann drehe ich die wieder ein und dann sieht man, wird es wieder zu einer schönen Locke. So, jetzt der letzte Part mache ich eigentlich genauso wie alle anderen. Ich gehe weiter vom Gesicht weg, also ich drehe langsam ein. Jetzt kann man auch schön sehen, wie meine Krankheit sich ausbreitet, diese ganzen roten Stellen. Mittlerweile sind die Locken jetzt abgekühlt und ich gehe einfach nur mit meinen Händen durch. Man kann es jetzt natürlich so lassen oder auch so eine Haarklammer benutzen, um einiges aus dem Gesicht zu bringen. Dafür nehme ich einfach immer meine obere Hälfte hier. Nicht zu viel, also ich habe schon viel genommen gerade. Meistens nehme ich etwas weniger und das bürste ich mir dann halt hier so ein bisschen
so recht. Und versuche auch nicht so die Spitzen zu bürsten. Hat jetzt natürlich super funktioniert. Und dann wirbel ich mir das hier hinten so und gehe einmal drumherum, so dass ich dann hier so eine Schlaufe habe. Also wenn man es macht, dann ist es auf jeden Fall leichter. Und dann zupfe ich mir das halt hier immer noch so ein bisschen zurecht. So. Also wenn die Wellen dann etwas leichter sind, als ich sie jetzt habe, sieht es halt generell einfacher aus. Und so habe ich halt die Haare aus dem Gesicht. Ja, und habe dann aber hier hinten so eine Klammer. Ich glaube, ich habe eine sehr unvorteilhafte Klammer genommen. So, ich werde jetzt das Video beenden, da ich gerade das Video schneide. Und dann mache ich nur noch die Hausaufgaben. Und dann gehe ich auch ins Bett, also wird nichts mehr passieren. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.